Thank you.
wenn es Zeit ist, schlafen zu gehen. Wenn die Kinder sich bereit machen, wenn der Sandmann seinen Sack füllt, dann entrollt sich langsam der Zauberteppich der Fantasie und dann ist die Zeit gekommen, hinüberzugleiten, hinüber ins Land der Fantasie. Wenn du willst, schließ deine Augen. Und denk dir nur, wie einfach es sein kann. Einfach. Für ein paar lange Momente loszulassen. Spür deinen Atem. Spür, wie du langsamer werdend ein- und ausatmest. Wie dein Atem fast von selbst fließt. Wenn du weiter loslässt, kannst du spüren, wie etwas in dir die Steuerung deines Atems, wie es so oft über den Tag passiert, übernimmt und es atmet ein und und mit jedem Atemzug kannst du wahrnehmen, wie sich dein Körper mehr und mehr zu entspannen beginnt. Und du kannst, wenn du möchtest, deine Aufmerksamkeit auf die unterschiedlichen Bereiche in deinem Körper lenken und wahrnehmen, wie angenehm es sich anfühlt in deiner Fantasie, wenn du dir vorstellst, wie ein Tropfen der Schwerkraft auf deinem obersten Punkt, auf deinem Scheitel auftrifft und ganz langsam gleichmäßig an allen Seiten deines Kopfes hinabzugleiten beginnt und du spürst, wie sich die Muskeln in deinem Gesicht zu entspannen beginnen. Stirne, Augen, Wangen, Lippe, ganz entspannt. Dort, wo der Kopf auf der Wirbelsäule sitzt und im Hals kannst du spüren, wie die Muskeln ganz von selbst mit Blut zu füllen sich beginnen und auch dort kehrt
Entspannung ein. Und wenn, wie so vielen Menschen, auch in dir jetzt Bilder hochzusteigen beginnen, Bilder von längst vergangenen, angenehmen Ereignissen, lass sie ziehen. Sie dienen dir in diesem Moment, dich noch mehr und noch weiter zu entspannen und auch deine Schultermuskeln können ganz von alleine loslassen. Spür, wie dein Körper schwer auf der Unterlage ruht, während du im Geiste ganz allmählich immer tiefer und immer tiefer schwebst, spürst, wie der Bereich um den Nabel sich beginnt, mehr und mehr zu entspannen, wie deine Arme, Ellbogen, jeder einzelne Finger schwer zu werden beginnen, weil sie sich mit Blut füllen und jene angenehme Wärme in deinem Körper ist der Beginn von vielen guten Gefühlen an vielen Stellen in deinem Körper. Doch zuerst spür, wie die Muskeln in deinen Beinen, im Oberschenkel, in den Knien und immer tiefer sich entspannen. Knöchel, jeder einzelne Muskel im Fuß füllt sich mit Blut und ehe du dich versiehst, kannst du ganz tief entspannt hier sitzen und wahrnehmen, wie die Stimmen und Geräusche in deinem Kopf ganz allmählich leiser zu werden beginnen, weiter und weiter entfernt wahrzunehmen sind, bis dann nach gebührender Zeit Ruhe einkehrt in deinem Kopf. Platz wird für die Töne, die von außen an dein Ohr drängen. Und immer noch weiter, immer noch mehr kannst du dich entspannen. Und spürst du es schon? Jene ganz spezielle Stelle in deinem Körper, in der als Folge der guten Erinnerung an die Vergangenheit gerade ein gutes Gefühl zu entstehen beginnt. Und was beginnt, kann werden, kann sich ganz von selbst verstärken und selbstständig machen in deinem Körper. Und wenn du glaubst, dass ein gutes Gefühl nur an einer Stelle im Körper möglich wäre, wird dich das, was jetzt gerade in dir geschieht, eines Besseren belehren. Spürst du, an wie vielen Stellen in deinem Körper du gleichzeitig gute Gefühle haben kannst? Es ist
als würden lauter kleine glitzernde Steine in deinem Körper strahlen. Und wenn du noch einen kleinen Augenblick wartest, kannst du wahrnehmen, wie all jene kleinen Glitzergefühle ganz von alleine zu einem großen, starken Gefühl zu werden beginnen, das dich und deinen ganzen Körper überschwemmt. Und stell dir vor, das, was du auf diese Art und Weise so einfach in dir spüren kannst, das kann das Fundament für eine neue Art von Leben sein. Stell dir vor, du schwebtest auf dem Teppich der Fantasie, schwebtest durch Raum und Zeit, über fantastische Landschaften hinweg, bunte, farbige Bilder in deiner Fantasie, immer mit jenem guten, starken Gefühl in dir. Stell dir vor, wie einfach es wäre, in Zukunft gute Entscheidungen zu fällen. Stell dir vor, wie es wäre, mit diesem guten Gefühl als Fundament eine andere Art von Leben zu führen, als viele Menschen das bisher in der Lage waren zu tun. Und stell dir vor, das wäre nur der Anfang. Stell dir vor, es gäbe in dir einen Freund auf der anderen Seite, der immer nah genug wäre, mitzubekommen, zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu schmecken und zu riechen, was du gerade tust, und der dir auf seine Art und Weise durch ein gutes Gefühl zu zeigen vermag, wohin der richtige Weg für dich führt. Stell dir vor, nachts, jede Nacht, wenn du träumst, weil du schläfst, wenn der Mond am Himmel steht und der Sandmann seinen Sack über die Kinder ausgeleert hat und der Zauberteppich sie hinweggeführt hat ins Reich der Fantasie. Stell dir vor, dass dann dein Freund auf der anderen Seite all das und noch viel mehr für dich tun würde. Stell dir vor, er wäre in der Lage, all jene Prozesse in deinem Körper auf so geeignete Art und Weise zu korrigieren und zu justieren, dass jede Drüse, dass jeder Muskel, dass jede Zelle, alles, was dich ausmacht, auf die genaue und perfekte Art und Weise für dein Wohlergehen abgestimmt wäre. Und stell dir vor, ob du es glaubst oder nicht, dein Freund auf der anderen Seite, den gibt es. Er sitzt mit dir auf dem Zauberteppich der Fantasie und treibt mit dir durch Zeit und Raum. Jetzt, schon immer, und er wird auch immer ganz nah bei dir sein.
und ob du nach diesen wenigen Minuten das, was du gerade gehört hast, erinnerst oder nicht. Dein Freund auf der anderen Seite bleibt für dich.